Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Der St. Marxer Friedhof wurde von 1784 bis 1874, übrigens zwei Jahreszahlen, die die gleichen Ziffern beinhalten, als aktiver Friedhof genützt. Und so sehen natürlich jetzt auch die Grabsteine aus. Da werden wir dann in Folge des Films einiges sehen. Mittlerweile geht man auch daran, den Friedhof zu restaurieren, wird aber noch einige Zeit dauern. Und vielleicht werden wir auch den einen oder anderen etwas bekannteren Namen entdecken.
Franz Xaver Niemeczek. Klingelt's bei diesem Namen? Noch nicht? Kleines bisschen Geduld. Wir gehen mal durch diesen netten grünen Gang durch und landen dann beim prominentesten Bewohner quasi des St. Marxer Friedhofs. Ja, und alle, die die zweite Zeile auf dem Grabstein von Herrn Niemeczek gelesen haben, denen ist natürlich schon klar, wer dieser Bewohner ist, der hier irgendwo unter der Erde liegen soll. Man weiß es ja nicht so genau, denn Wolfgang Amadeus Mozart konnte sich nur ein armen Begräbnis leisten.